Schön, dass Sie da sind am 137. Geburtstag von Theodor Heuss. Wir haben da eine lange Tradition. Dieser Stein steht schon seit 1964 und Geburtstag des ersten Präsidenten sind hier eine wichtige Sache. Wir feiern seit dem 100. Geburtstag erstmal in 5er Schritte haben wir gefeiert und inzwischen seit 2001 machen wir jährlich eine schöne Veranstaltung. Jetzt ist ja dieses Jahr 2021 alles wieder ein bisschen anders wie sonst. Aber man soll ja das tun, was man mit Freude tun kann. Das, was man darf, soll man auch tun. Und deswegen machen wir heute einfach eine kleine andere Veranstaltung. Leider ohne Bürgerinnen und Bürger, wie wir das sonst gewohnt sind. Aber man muss sich dem stellen, was sich dem Leben einfach bietet. Zu einem Geburtstag gehören natürlich Geschenke. Das ist schon ein wichtiger Anteil bei einem Geburtstag. Wir stehen hier vor der Bronzestatue Theodor Heuss, des Bildhauers Karl-Henning Seemann. Und die wurde 2009 hier aufgestellt. Da war der 125. Geburtstag von Theodor Heuss. Und wir hatten einen richtig guten Ehrengast, nämlich den damals amtierenden Bundespräsidenten Horst Köhler. Der war hier zu Besuch und unser Ehrengast bei der Veranstaltung. Ja, die Bronzestatue ist einer der meistfotografierten Plätze inzwischen in Brackenheim. Wobei zurzeit passt sie auch ein bisschen auf die Baustelle hinter ihr auf. Dort entsteht die Weinzeit im Schloss. Seit 2014 kann man mit den Denkanstößen mit Theodor Heuss durch Brackenheim gehen. Das sind Zitate, die Theodor Heuss gesagt hat und die wir hier auf eine ungewöhnliche Art und Weise präsentieren. Die sollen unsere Bürgerinnen und Bürger, aber natürlich auch alle Gäste in Brackenheim dazu anregen, sich darüber selber und weiterzudenken. So, jetzt sind wir am Theodor Heuss Museum der Stadt Brackenheim angelangt. Eine Gedenkstätte zu Theodor Heuss gibt es hier schon seit 1968. Das ist doch eine ganz schön lange Tradition. Die wurde natürlich immer wieder mal angepasst und im Jahr 2000 ist dann jetzt das heutige Theodor Heuss Museum entstanden. Man kann hier auf 4 Ebenen Theodor Heuss in seinen Facetten erleben. Im Gewölbekeller geht es zum Beispiel um den Boden, aus dem Theodor Heuss kommt. Im Erdgeschoss zeigen wir Ihnen den autobiografischen Zugang, eher über sich und seine für ihn wichtigen Menschen und Ideen. Die Treppe hoch. Im Obergeschoss geht es dann um die Entwicklung der Bundesrepublik und Theodor Heuss als ersten Bundespräsidenten. Ja, und dann natürlich das Dachgeschoss seit 2018. Das finden Sie da, den Literaten Theodor Heuss. Ehrenbürger wurde Theodor Heuss bereits 3 Tage nach seiner Wahl zum Bundespräsidenten. Am 12. September 1949 wurde er gewählt. Und am 15. hier in Brackenheim hat der Gemeinderat beschlossen, ihm die Ehrenbürgerwürde anzutragen. Wir sind jetzt im Dachgeschoss des Theodor Heuss Museums und seit 2018 kann man hier unsere neueste Abteilung ansehen. Das ist eine Schwerpunktausstellung, ein Präsident für die Literatur. Die ist entstanden zusammen mit dem Arbeitsstelle für literarische Museen in Marbach. Und sie zeigt eine ganz andere Facette von Theodor Heuss auf, nämlich sein lebenslanges Engagement für Literatur in allen möglichen Formen, wie man sich nur vorstellen kann. Man kann hier einfach diesen Menschen, Theodor Heuss, nochmal als Literaten entdecken, abseits auch von Politik. Theodor Heuss würde sich freuen, dass wir als schulische Werte Zuverlässigkeit, Toleranz, Verantwortung und Respekt gewählt haben. Und er würde es auch begrüßen, dass wir unseren Erziehungs- und Bildungsauftrag darin sehen, unsere Schülerinnen und Schüler zu mündigen und demokratisch denkenden Bürgerinnen und Bürger zu erziehen. Er würde auch den Schülern aber sagen, sie sollen die Schule nicht als nur ernst ansehen, sondern
Er hat ja als Kultminister gesagt, Schule braucht Allotria. Und das würde auch heute auch den Schülern sagen, dass sie einfach auch Freude an der Schule haben sollen, Spaß miteinander und die Freundschaften und das Miteinander ganz wichtig sind. Ja, Theodor Heuss hat mir noch was zu sagen. Und zwar, ich durfte damals in diesem Projektausschuss dabei sein, bei der Neukonzeption vom Theodor-Heuss-Museum. In der Form, wie wir es heute hin, und es war nämlich überhaupt nicht einfach, weil wir hatten eigentlich außer dem großen Namen, außer dem ersten Sohn der Stadt Brackenheim, nicht viel. Das heißt, dank von einem sehr guten, mutigen Museumsmacher und dem damaligen Projektausschuss aus den Reihen des Gemeinderates ist das jetzige Heuss-Museum entstanden. Ich möchte die Frau Blach nicht unerwähnt lassen, weil nur wenn man da ständig neues Leben neibringt, bleibt es auch lebendig. Und jetzt einfach, was hat Heuss mir heute noch zu sagen? Er gibt mir große Dankbarkeit, in einer Demokratie leben zu dürfen. Er bringt mir tiefe Weitherzigkeit, sich als Demokratin zu bewegen. Es könnte nicht tagesaktueller sein in dieser Pandemie, in der wir gerade alle stecken. Eine sehr schwierige Zeit für jeden Einzelnen. Das heißt, jeder von uns muss sich gerade in diese Demokratie einbringen. Jeder Einzelne ist wichtig, weil nur so schaffen wir das große gemeinsame Ziel, in dieser Demokratie diese Pandemie zu bewältigen. Also diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Ich bin in Magdeburg geboren. Das liegt in der ehemaligen DDR nach wie vor an der Elbe und habe 40 Jahre meines Lebens in Berlin verbracht. Theodor Heuss ist mir in Erinnerung, dass er von 1949 bis 1959 der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland war. Das ist mein ostdeutsches Schulwissen. Nach der Wiedervereinigung habe ich eine neue Frau kennengelernt. Und die Tochter meiner neuen Frau hat hierher geheiratet und in diesem Haus oben im großen Saal geheiratet. Dort war die Trauung, dort haben die sich das Jawort gegeben. Da war ich das erste Mal hier im Museum und habe nun gelernt, wo Theodor Heuss geboren ist, habe mir das Museum angeguckt, sein abgerissenes Geburtshaus mir angeguckt und natürlich die Bronzestatue. Dieser gemütliche Mann mit Zigarre, das würde man heute verpönen. Und nun mussten wir damals ja hier ruckzuck hierher ziehen. Und da wir beide Tatenmenschen sind, haben wir nicht lange überlegt, sind hierher gezogen. Und haben eine Wohnung in Brackenheim gefunden, schräg gegenüber vom Theodor-Heuss-Museum. Und nun kann ich jeden Tag dem Herrn Theodor Heuss als Bundespräsident AD sagen, guten Tag, Herr Bundespräsident. Eine würdige Aufgabe, in der Geburtsstadt von Theodor Heuss Bürgermeister sein zu dürfen. Der große Sohn unserer Stadt wird in vielen bewusst, in vielen, wenn ich an unser Museum denke, wenn ich an verschiedene andere Zeitdokumente und Bildnisse denke, die wir in unserer Stadt mit Theodor Heuss auch dokumentieren und verbinden. Der Demokratiegedanke auch in unserer Stadt natürlich besonders gelebt wird. Und seit 1949, Theodor Heuss ja auch Ehrenbürger unserer Stadt, zum Ehrenbürger ernannt wurde, wir in unserer Stadt mit dem Namen Theodor Heuss natürlich sehr vieles verbinden und deshalb auch gerne den 137. Geburtstag in seiner Geburtsstadt feiern.
Ich würde jetzt aber sagen, Sie kommen einfach rein und schauen Sie sich das selber an.